direkte Bildungsförderung und Finanzierung. Was verstehen wir darunter? Wir wollen denen in der Schweiz Bildung ermöglichen, die durch das Raster fallen, die eben entweder aus gewissen Gründen keine Stipendien bekommen oder andere Gründe haben, dass sie aus finanziellen Gründen kein Bildungsprojekt machen können oder ihre Ideen verwirklichen können. Denen wollen wir helfen, denen wollen wir ihre Zukunft ermöglichen. Ich bin der Marco Billeder, wie du schon gesagt hast. Ich wohne in Zürich, bin Unternehmer im industriellen KMU-Bereich und bin seit gut 2 Jahren bei der Educasuisse als Präsident des Stiftungsrats. Muss ich ganz kurz überlegen. Ja, am Schluss über meine Freunde, die heute im Stiftungsrat sind, Monique Bär und Claude Siegenthaler, wo wir angefangen haben, das Projekt vorstellen oder diskutieren. So sind wir dann, glaube ich, alle zusammen ein bisschen zu der Educasuisse gekommen und haben die dann auch zusammen gegründet. Ja, da gibt es eigentlich ganz viele, aber es gibt die, die sich immer wieder wiederholen und die einem auch wirklich prägen und motivieren. Und das sind die Momente, meistens erleben wir sie gar nicht, aber bei gewissen Events erleben wir sie, wo einer von unseren Aspiranten, von denen, die ein Bildungsprojekt ermöglichen wollen, eine Finanzierung bekommen und wissen, jetzt können wir starten oder jetzt sind wir on the safe side. Und wenn man das miterleben kann und sieht, was, man, ja, was in denen vorgeht, ist das sicher etwas, was bleibt und wahnsinnig motiviert. In unserer Tagline sagen wir direkte Bildungsförderung und Finanzierung. Was verstehen wir darunter? Wir wollen denen in der Schweiz Bildung ermöglichen, die durch das Raster fallen, die eben entweder aus gewissen Gründen keine Stipendien bekommen oder andere Gründe haben, dass sie aus finanziellen Gründen kein Bildungsprojekt machen können oder ihre Ideen verwirklichen können. Denen wollen wir helfen, denen wollen wir ihre Zukunft ermöglichen. Wir haben einen Plan, einen ganz klaren Plan. Wir wollen einmal jedes Jahr 500 Bildungsprojekte ermöglichen. Und das gibt dann so ein Projekt, geht normalerweise 4 Jahre, bis dann alles fertig ist, auch 5 oder 6 Jahre. Und dann sind das Tausende von Projekten, die wir gleichzeitig laufen haben, ermöglicht, begleitet. Und wenn wir in dieser Grössenordnung in der Schweiz unterwegs sind, dann haben wir wirklich einen Beitrag geleistet oder leisten einen Beitrag als Organisation, der für die Schweiz auch spürbar sein soll. Danke vielmals. Okay. Wie oft müssen wir es jetzt noch machen, bis es brauchbar ist?